Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Alles klar, wir sind wieder in den Katakomben, haben jetzt die Tür aufschließen können und finden nun vielleicht etwas mehr heraus. Was genau? Das sehen wir dann. Oha, ich habe wieder Skelette, ne? Ja, ja. Wo sei da? Ich hab's doch... Okay, dann halt nicht. Vielleicht sind die eine Stufe drüber? Oh, hier. Au, 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 au. Oh ja. Ich mach euch fertig. Au. Oh Gott, ich brenne. Sehr gut. Ah, ihr kommt nicht dazu zu zaubern, ihr Pennergesichter. Was für eine Grimoire. Ich habe das gelesen, aber... Ein Achat. Lauter Flaschen noch. Ey, 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 ey. Vorsicht. Warte, warte, warte. Den war fast tot, habe ich gesehen, ne? Zack, ihr müsst alle draufgehen. Haben die halt nicht die ganzen Giftzauber hier ausgepackt? Ah, die Geweihschleuder. Ist ein cooler Zauber. Oh, ihr seid alle so ein bisschen vergiftet. Aber ich glaube, Mikasa sollte das hinkriegen, oder? Nicht, dass mir das... Oh, das Ding fällt mir doch auf die Füße. Was ist da denn los? Ach komm, nee, ich gebe keinen aus. Ich gebe jetzt nicht jedem so ein Kraut hier. Das ist... Die Vasallen, die schaffen das auch so. Oh, Vorsicht. Schweres Zeug, das soll mir nicht auf die Füßchen fallen. Ach so, wow, das war clever. Ja, ich habe gehört, also um genau zu sein, in den Kommentaren gelesen, dass der Rift-Händler so eine Art... Also ein Item haben soll. Ich weiß nicht, was genau es ist. Es ist halt ein Item. Oh, was? Ich war nicht vergiftet. Na denn. Dass einen das Geschlecht ändern lassen kann. Ja, warum nicht? Ich kann es ja mal testen. Wenn ich das hoffentlich wieder rückgängig machen kann, ist alles gut. Okay, die Tür ist verschlossen und birgt 5 kleine Vertiefungen. Dafür brauche ich jetzt wohl 5 Kristalle. Oh, ich habe nämlich eben gedacht, ich habe den Doppelsprung. Habe ich aber nicht. Stimmt, ich hatte ja nicht das... Da, da. Ich hatte ja nicht den Dolch ausgerüstet. Alles klaro. Ah, bisschen. Kann man auch durch die Wand greifen? Oh, das ist schon wieder ein zerfetztes Grimoire. Das ist aber in den meisten Fällen total nutzlos. Sowas. Die Items. Nicht, dass man eine Frau wird. Das werden wir sehen. Da hat es wahrscheinlich noch einige andere... Ereignisse. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß halt nur... Oh, zweites Erlöserjuwel. Die brauche ich alle 5. Ich weiß halt nur, dass man als weiblicher Charakter von Trollen zum Beispiel mehr gemocht wird. Das gilt hier im Spiel wie auch im echten Leben. Ja. Trolle mögen Frauen. Beziehungsweise manche geben sich als Frau aus und trollen damit. Naja. Anderes Thema. Na komm. Zack, zack. Zack. Nein. Wo ist hier noch so ein Erlöserjuwel? Ja, das ist halt jetzt der Kniff an diesem Gebiet. Man muss alle 5 suchen, sonst kommt man nicht weiter. Oh. Was ist hier los? War das ein Spuk, oder? Ich habe auf jeden Fall irgendeinen Debuff. Ich weiß noch nicht, was das für einer ist. Sieht man das da? Verflucht. Ich bin verflucht. Na klasse. Zack, zack, zack. Alles klar. Ich würde gerne mal das Blitzschwert nutzen, aber das macht hier, glaube ich, wenig Sinn, weil das sind Skelette und die fressen mehr Schaden durch Feuer. Also generell Untote. Nee. Hoppala.
Ja! Der Schlag ist halt richtig gut. Oh, jetzt komm halt. So. Diese blöden Geister. Ich hab halt als Nahkämpfer echt wenig Chancen. Was heißt wenig Chancen? Das dauert halt ein bisschen, ne? Bis ich sie erledigen kann. Naja, du Sau. Oh, ist das noch ein Felsen? Ein riesiger Geldbeutel, die findet man immer noch ganz gut, eigentlich, obwohl ich es nicht mehr auf schwer spiele. Ist okay, finde ich. Man soll ja auch nicht so reich werden, dass das überhaupt keinen Sinn mehr macht, überhaupt Geld zu haben. Sonst wäre das Wirtschaftssystem hier auch ein bisschen für einen Eimer hier. Obwohl ich das übrigens finde, dass es leider ein bisschen inflationär ist mit dem Geld. Also entweder kostet das meiste sehr wenig oder viel zu viel. So zwischendrin habe ich immer den Eindruck gehabt, ist da nicht viel Luft. Ja, wow. Alles klar, dann ist das vielleicht später der Ausgang wieder. Ich weiß es gar nicht mehr. So, ich habe noch nicht alle, oder? Einer fehlt noch. Ich habe erst vier. Lass mich raten. Ach, da haben wir ihn. Sengende Pelter. Na gut, das war einfacher als gedacht. Keine Rätsel oder so, einfach nur alles kaputt hauen. Und schon haben wir die ganzen Steine. Ich will ja gar nicht hier rüber springen, aber ich falle eh wieder nach unten. Oder? Oh. Ja. Ohne Dolche sogar. Bin ich mutig. Wow. Vergiss das. Du musst nicht heilen. Ich komm schon wieder hoch. Warte. Die sind da ein bisschen übereifrig, die Heiler, ne? Auch wenn ich jetzt Fitzel Lebensenergie verloren habe. Dann sind die da schon sofort dabei. Alles klar, hab. Hä? Echt jetzt? Fehlt doch noch? Na klasse. So, diesmal nehme ich aber... Sengende Pelter. Okay, Magieschutz. Ganz cool. Jetzt geht mal weg. Ah, die pummeln aber auch immer. Wieso? Wie so kleine Hundchen, die Aufmerksamkeit brauchen. Da guck, die laufen mir halt echt immer hinterher. Wie so Schoßtiere. Leider ist man halt auf die Vasallen angewiesen, dass man halt alles abdeckt, auch an Schadensarten oder Support, den es so gibt. Ach nee. Was? Schon wieder ein Geist? Ich habe jetzt gar nichts für dich, Schwein. Ja, super. Schleich die. Habe ich nicht alles abgesucht? Irgendwo habe ich einen übersehen. Das kann es aber nicht sein. Ja, warte. Das ist ja wohl nicht die Möglichkeit. Was habe ich denn jetzt übersehen, diesen blöden Kristall? Ja, da vorne war die Tür zu, das ist klar. Flammerin. Ja. Auch wieder sowas. Man weiß halt erst, für was es gut ist, wenn man es braucht zum Craften. Hm. Hä? Nee, ich sage, hier ist die Tür. Da geht es dann nur wieder raus. Alles klar. Kann es sein, dass ich irgendwo einen Sarg aufgemacht habe und da lag nur einer drin? Höchstwahrscheinlich. Ich kenne mich doch. Habe ich nicht wieder richtig geguckt, ne? Ja, ja. Hey, wo ist er denn? Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig, popierig. Wo habe ich denn jetzt liegen lassen? So eine Kacke. Kann denn keiner von euch aufsammeln, Vasallen? Ihr seid ja auch noch da. Ich bin nicht der Einzige, der hier aufheben kann, ne? Ach, guck mal.
Einfach mal liegen lassen. So, lala. Zack. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie die hier drin platziert haben. Es kann ja auch sein, oder es hätte ja auch so sein können, dass man irgendwie dann draußen noch danach suchen muss, irgendwo in der Welt. Und, ne? Ha, guck mal, das hat echt mehr Schaden eigentlich, das Teil. Ist halt zwei Stufen niedriger in der in dem Upgrade. Welcome, Arisen. It is an honor to have you come so far and meet us. You here seeking the source of the skeletons? Or have you just come to rid us of a few traitors? My thanks, by the by. I see no call for secrets. It was salvation loosed those bone warriors upon the land. They are an experiment, a vanguard. All in preparation for the day of reckoning to come. You shall have an honored place among them, Arisen. Aye, your bones shall lead the march as the Red Dawn breaks. Ja, fantastisch. Boah, du kannst ja gar nichts. Oh. Tja, Balsack. Wow, was ist hier los? Ja, mach die mal alle kaputt, ich wollte es gerade sagen. Wenn der Schöpfer stirbt, dann haben auch die Kreaturen, die er beschworen hat, zu sterben. Also, naja, kaputt gehen halt. Ich finde das so gut, die Bastlerknochen, dass die Skelette immer Bastlerknochen. Oh, Pupperzähne. Achso, ja, ich habe wohl was falsch gemacht. Ihr habt mir geschrieben, das funktioniert nicht so ganz. Die Verarsche von Caxton, dass ich da... Oh, guck mal, die sind echt viel besser. Purpurzähne. Dass ich da die gefälschte Statue abgebe. Es muss wohl das Original sein. Aber ich kann wohl noch woanders diese Statue abgeben. Das Original. Ja, dumm. Dumm gelaufen. Aber ich glaube, Caxton hat nicht... Jetzt zwangsweise das beste Equipment. Man kann es auch wirklich nicht mehr rückgängig machen, soweit ich weiß. Nun ja. Also gut, jetzt sind wir hier schon fertig, ne? Dann kann ich ja schon wieder abhauen. Ab nach Grand Sorin. Ja, dumm gelaufen jetzt, ne? Also schade eigentlich. Hätte ich das früher gewusst. Aber es ist auch immer so eine Sache mit den Speicherständen hier. Die werden meistens... Also die letzten Speicherstände zählen ja quasi ab dem Punkt, wo ich geschlafen habe. Und es gibt halt überall wieder diese Kontrollpunkte, die man dann neu laden kann. Es ist verwirrend. Und obwohl es auf dem PC ist, kann man nicht mehrere Speicherstände anlegen. Finde ich ein bisschen blöde. Ehrlich gesagt. Ein bisschen blöde und auch ein bisschen altbacken. So, Maximilian. Die Frage ist, habe ich jetzt eigentlich schon 50 Kriegshörner zusammen? Ich habe noch gar nicht danach geschaut. Die kann man, glaube ich, auch sonst für nichts benutzen, die Dinger. Die taugen halt echt zu gar nichts sonst. Warte mal, erstmal verbessern. Schade, große Greifenklaue. Ja gut, die kriege ich irgendwann mal. Kuriose Klaue kriege ich, glaube ich, von Chimären. Ich warte noch ein bisschen, bis ich das aufrüste. Ah, kacke. Gut, die stramme Ochsenzunge ist auf jeden Fall neu. Das weiß ich. Ja, ja. Ich nehme mal die Statue und gehe mal zu Madeleine. Vielleicht kann ich ja doch noch bei Caxton abgeben. Wenn, dann war es halt echt nur viel, viel Geld verschwendet. Das war ich echt blöd, weil ich das jetzt hab fälschen lassen und es hat überhaupt keinen Nutzen. Aber ich dachte ja, das Geld ist hier echt... Man ist so ein bisschen... Weiß nicht, die sind so ein bisschen inflationär. Neuen? Ach, hart, okay. Ja. Kann ich hier wegwerfen jetzt? Also in die Kiste, meine ich. Aha. What will it be today? So, wo haben wir es denn? Das ist Blitzbesprühter Foliant. Den kann ich, glaube ich, da kann ich so einen Blitzzauber beschwören. Das ist eine verfluchte? Ja. Und irgendwo habe ich die goldene. Wo ist die goldene?
Zeig's mir. Wo habe ich die goldene? Oh, optimal. Optimal. So, jetzt sehe ich. Da. Da ist die verfluchte. Key-Items? Nee. Schätze? Eine bronzene Figur? Doch, da ist er doch. Einkaufsnachlass. Ich gehe mal ganz kurz zu Madeleine, wie gesagt, und werde mal mit ihr quatschen, aber ich schätze, dass. Ja. Ach komm, pfeif drauf, ich will gar nichts von Madeleine. Ich gebe sie jetzt Caxton und wenn das. Nein. Ich bin unschlüssig. Warte. Warte. Erstmal zum verlassenen Haus, das ist hier irgendwo. Das habe ich jetzt komischerweise gar nicht im Kopf. Madeleine, eine von euch beiden muss nun gehen. Wow, wollte ich nicht. Die Dings verwechselt. Da ist das. Ah ja, okay, sie ist bei der schwarzen Katze, das weiß ich noch. Madeleine, eine von euch beiden muss nun gehen. Nee? So ein Kack. Wo ist denn das verlassene Haus? Sag mal. Das war doch hier. Du bescheuerter Plunz. Wo hast du dein Lager? Wahrscheinlich ist die jetzt schon gar nicht mehr hier. Das war doch. Ja, da steht sie doch. Wow, ich hab's noch nicht mehr auf der Karte, das Gebäude. Hail arisen, looking dour as ever I see. I've a proposal that might put some cheer in those cheeks. Will you hear me? Well, it's like this. A peddler is only as good as her suppliers. For my own part, being both clever and beautiful, I've little trouble keeping an inventory. But contentment leads to failure, so I seek new weaponsmiths to supply my shop. I have a certain one in mind, a man of singular talent, but caustic temperament. Much as you, in truth. The smith refuses audience with all but select clients. And upon such clients he bestows an idol, so as to prove his favor. If I can recover such a figurine, I would have singular right to peddle his wares in these parts. There is no cost I will not bear to gain this icon. So what say you, Arisen? Will you retrieve an idol for me? This is a job most suited to your talents. I pray you will not fail me in it. You'll find naught but the fine... Der Mäzen habe ich bekommen. Sehr gut. Ein Mäzen, ist das nicht sowas wie ein Wohltäter? Oh, sie hat aber schon eine ganze Menge Kram eigentlich. Oh, und sie hat doch Waffen? Es gibt auch Feuerdolche, das ist gut zu wissen. Schattenwolfbogen. Ah, der hat... Die haben alle Feuer? Nee. Warum habe ich denn immer das Element Feuer da stehen? Nee, hat's nicht. Ich hab nur gerade das Element Feuer, deswegen... Die haben aber Feuer drauf. Okay, alles klar. Schattenwolfbogen? Ist gekauft, oder? Was hast du noch Gutes? Na, sonst hat's wahrscheinlich nichts Besseres. Ich habe ja eigentlich so... Exquisite Ausrüstung. Aha. Wow. Also ich laufe jetzt mit Hotpants hier draußen rum, oder was? Nee. Der Reinigung, Erstaunen, Gift, Schlaf, Donnerschock, Erfrierung. Ich sag ja, diese ganz speziellen Schutzringe, die muss ich mir jetzt noch gar nicht holen. Das macht noch nicht viel Sinn. Nein. Ich wollte doch bezahlen, verdammt. Brrrt, Schattenwolf. Zack. Lass mal gleich mal aus. So, Waldbogen, weg damit. Bringt Madeleine die gewünschte Figur. Ich kann ihr, glaube ich, auch eine bronzene geben. Aber bin mir nicht ganz sicher. Nee, also ich wähle... Ach komm, ich wähle jetzt... Ist mir egal. Ich will mit Lane. Sonst muss ich dann nochmal rennen, wenn ich feststelle, ich kann ihm doch die Figur nicht abdrücken. Ach guck mal, jetzt habe ich ja auch ein Symbol. Das ist ja fein. Da. Das ist ja fein, ne? Wie gesagt, ich habe letztes Mal Caxton das gegeben. Ich will nicht alles machen wie im ersten Let's Play. Das ist ein bisschen öde, oder? Ah, an Idol. Wonderful. I was right to trust in you for this.
Ich kann mich auch nackt ausziehen und Gold anmalen. Willst du das auch akzeptieren? Wahrscheinlich nicht. Ja, komm. An icon bestowed upon only the most valued customers. It bears a curious look. Almost mystical, would you agree? The weaponsmith will see me now, and no delay. What a coup for my humble shop. You've done me a great service, Arisen. I shall plan to repay the favor when next I receive new inventory. Until then, may the maker guide your steps. You'll find not but the finest... Hat sie schon? Nee, ich glaube, sie hat noch nichts Neues. Das wäre ein bisschen schnell. Wow, 20.000 Gold gibt's dafür. Ja, wow. Wenn ich das Ding verkaufen würde, ne? Ich sag nur. So, du hast wahrscheinlich... Oh, toll, Ruhestein, Reisestein, Ruhestein, ja. Ich finde die Dinger recht interessant. Guck mal, die haben immer irgendeinen besonderen Effekt. Na, das jetzt nicht. Bei Maximalkraft sinkt die Ausdauer mit einem Treffer auf 0. Ja, hier sowas. Das ist jetzt schon sehr Herakles, okay. Der Träger nimmt mehr Schaden, verbraucht mehr Ausdauer. Na gut. Der hatte auch... Ha, sie glühen in der Hand des Trägers, wenn ein Schatz in der Nähe ist. Die Schilde sind ganz gut. Tarnbogen. Ein Bogen mit dem Fell einer heiligen Kreatur hergestellt. Attacken auf nichts an, die Feinde entziehen diesem zusätzliche Gesundheit. Also Stealth-Angriffe quasi. Okay. Goldenes Bastardschwert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber goldene Waffen, habe ich ja schon mal gesagt, die sind echt nur dazu da, dass man Geld mit ihnen verdient, wenn man sie verkauft. Trotzdem krass, dass das mehr physischen Schaden hat als mein Feuerschwert. Apropos. Ich mal dich wieder. Das ist auch ganz nett. Ich weiß nicht, ich stehe schon sehr auf Schwerter, muss ich sagen. Schwerter sind coole Waffen. Aber in der Regel hat man hier halt nichts von, wenn man nur physische Angriffe hat. Mystischer Ritter, der hat ja auch wieder ganz spezielle Waffen. So, Caxton. Wollte ich noch was machen bei dir? Ja, verbessern. Ich glaube, Madeleine kann die Waffen nicht verbessern. Oh, großer Rest. Kann die Waffen nicht verbessern, soweit ich weiß. Dankeschön. So, ich gehe noch ganz kurz zu Maximilian. Und gebe mal die Quest ab. Ja, ich weiß nicht. Also noch gefällt mir der Assassine sehr gut. Mal schauen, ob das auch weiterhin der Fall ist. Weil ich möchte jetzt... Ach, die Kriegsfahne habe ich jetzt auch vergessen. Ich möchte nicht andauernd umskillen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier bleiben, weil Krieger ist, glaube ich, ganz nett, da man da viel Stärke und Ausdauer kriegt. Keine Ahnung, ich kenne die Werte nicht, die man bei Level-Ups bekommt, bei einer bestimmten Klasse. The catacombs are cleansed of rats, thanks to your efforts, Arisen. The roads, too, are all but free from the skeleton warriors. Grancis is safe for the moment. Documents they left behind shed some light on Salvation's actions as of late. It seems the skeletons were an attempt to bolster their numbers. Thought I do not relish. What's more, it was their own members' bones they put to use. Newly joined believers made living sacrifices. They were turned from flesh to living bone by some dark art, all as a part of some experiment. The writings claim that bone warriors wrought from living men are stronger than those come from corpses. Even for a cult of madmen to visit such atrocities upon their own, it is a horror, and one now hopefully at an end. Again, you have my thanks, Arisen. Pray, accept this small token for your efforts. Oh ja, und er hat nichts Neues. Was haben wir noch? 5 Königslorbeeren besorgen. Schwefelechsen töten. Okay, Skelettritter. Den Greif. Ja, den will ich immer noch haben, ne? Echsen. Bleisphäre. Oh Gott, das war auch irgendwie so ein Akt, bis ich die mal hatte, ne? Weiß gar nicht mehr wo. Kriegshörner, genau. Suche Medaillons. Sonst habe ich halt echt nichts mehr. Ich muss mal wieder in den Palast und mir da einen Auftrag abholen. Komm, ich bin faul. Ich spare mir jetzt ein paar Sekunden. Ja, so geht's echt schneller. Wenn ich mich jetzt da unten hin teleportiere, dann habe ich da mal locker 10 Sekunden gespart. Auch sogar noch mehr. Hat nicht lang geladen. Siehst du mal. Okay, ganz kurz schauen, weil die Kriegshörner sind, glaube ich, richtig schwer. Und dann... Ja, ich werde mich jetzt wirklich nur noch auf Hauptquests beschränken. Beziehungsweise irgendwas, was nicht mit Töten, Töten, Töten zu tun hat. Entnehmen. Wo ist es? Wo sind die bescheuerten Kriegshörner? Zeig. Zeig her. Nope.
Ja, 48. Ach, so schwer sind die gar nicht. Alles klar. Ich werde nochmal mit Sascha die Klasse wechseln. Nein, hier. Wie gesagt, das mache ich ja immer. Macht er immer. Erstmal kurz die Klamotten wechseln, weil ich raste jetzt. Und dann sehe ich ja, was es wieder Nettes gab. An Punkten von euch, weil ihr sie ausgeliehen habt. Finde ich übrigens immer noch super, dass ihr da so fleißig mit Sascha unterwegs seid. So. Alles klar. Zeige ich aber nächstes Mal. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dann mit Dragon's Dogma.